Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Druide Leveln. Wir haben in der letzten Folge hier angefangen, in der schimmernden Ebene 1000 Nadeln zu questen. Hatten die Raketenwagen-Trümmerteile schon zusammengesammelt und jetzt geht's weiter, hier noch weitere Gegenstände von den Gegnern zu erbeuten, beziehungsweise bestimmte Feinde zu erledigen. Hier die ganzen Schildkröten. Wir sind in der letzten Folge vom Questgeber aus nach Osten gegangen und dann entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. In dieser Folge werden wir jetzt mal mit dem Uhrzeigersinn laufen. Ja, und die Schildkröten, die machen einen Heiden Damage, aber droppen nichts. Naja. Holen wir uns den Geier mal. Schauen, was der so kann. Auf jeden Fall kann er schon mal ausweichen. Ich habe nicht genug Energie. Aber hat einen hohlen Geierknochen gedroppt. So, jetzt holen wir uns den Skorpion hier. Den brauchen wir nämlich auch noch für das Gift. Ah, und hier vorne sehe ich schon Silithuscher. Da sind wir dann schon hier bei irgendwelchen Käfern. Die brauchen wir jetzt nicht hier, aber ja, Silithus ist hier schon vorhanden mit seinen ganzen Käfern. Aus Ankirash. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ist der eigentlich neutral, der eine? Mysteriös. Sind neutrale Käfer und aggressive Käfer. Okay. Ostnagis Grabungsstätte. Da haben wir aber erstmal keine Quest, aber wir haben sie mit aufgedeckt. Gut. Dann werden wir uns hier mal nach Norden durchschlagen. Nicht immer aus. Hallo. Ist denn mit diesem Skorpion verkehrt? Also er fünfmal ausgewichen. Und dann droppt er nicht mal was. So, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ja, lassen wir ihn auch aus. Okay. Dann holen wir uns hier die Schildkröte. Ich bin besser weit. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Oh, wenn die dann nicht dauernd ausweichen würden hier. Mein Gott, wird das jedes Mal knapp. Wenn aber irgendwie 20% der Schläge dauernd daneben gehen, dann machst du halt auch keinen Schaden, ne? Es gibt aber auch noch nichts mit Trefferwertung oder Waffenkunde. Das ist, sind halt alles Items, die es dann erst mit Burning Crusade, also in der Scherbenwelt, gibt. Hier können wir uns jetzt nur auf unsere Fähigkeiten halt berufen. Das ist echt bitter. Genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Ja, zumindest haben sie mal wieder einen Schildkrötenpanzer gedroppt. Die Droprate ist ja echt unterirdisch hier bei den Schildkröten. So, geht's weiter mit den Skorpionen. Nicht genug Energie.
großer Giftbeutel. Den brauchen wir eigentlich nicht. Hier ist ein kleines Skorpionenlager. Sehen, wie viele von den Skorpionen wir noch benötigen, bis wir diesen letzten das letzte Skorpit-Gift erhalten. So, um uns herum ist erstmal nichts weiter als an Feinden. Also können wir uns die ersten hier rausziehen. Nichts. Fängt die schlechte Drop-Rate auch bei den Skorpiten jetzt schon an. Die waren eigentlich in der letzten Folge noch ganz gut. Weichen jetzt auch mehr aus als in der letzten Folge. Droppen überhaupt nichts, nicht mal was anderes. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Jetzt, okay. Skorpitgift haben wir fertig. Den brauchen wir auch nicht mehr. Dann gehen wir mal Ausschau halten nach Gegnern, die wir noch benötigen. Ja, die Schildkröte halt, ne? Wer hätte es gedacht? Das ist zu weit entfernt. Schildkröte, Geier und dann noch ein bisschen was an Basilisken, weil wir bei denen noch zwei verschiedene benötigen. So, geht's rüber. Den Geier dann abfangen. Wo ist der überhaupt? Ah, Salzsteinbasilisken brauchen wir ebenso. Dann holen wir uns erstmal den hier ran. Der Geier macht wahrscheinlich hier einen Rundflug, ne? Deswegen holen wir uns den jetzt hier mal, ansonsten rennen wir Stunden noch hinter dem her. Ich habe nicht genug Energie. Ja, der hatte doch so einen Geierknochen. Alles richtig gemacht. So, Schildkröte brauchen wir auf jeden Fall. Das sieht nach einem Hortelager aus. Oh, der Teufel. Oder Vortex. Ja, Schildkröte hat mal wieder nichts getroppt, war ja klar. Jetzt holen wir uns erstmal den Vortex, dass er uns hier nicht dumm in den Rücken fällt. So, Elementarluft. Interessant. Ja, das ist hier Hordelager. Da sollten wir eher nicht hingehen. Die Schildkröte brauchen wir noch.
gehen wir hier vor mal zu dem Basilisken. Schildkröte hat mal wieder nichts getroppt, war ja klar. So, ich mache erstmal die Steinbasilisken, ne? Da brauchen wir nämlich auch noch einige von. Die sind mal wieder fröhlich am Ausweichen. Kollegen, ja. Aber von dem müssen wir zumindest keine Teile looten, sondern es reicht aus, wenn wir die besiegen. Die Schildkröten, die droppen einfach nichts. Das ist ja echt lächerlich hier. So, wo finden wir denn noch ein paar von den Basilisken? Da vorne ist noch ein Basilisk. Ah, da haben wir die letzte Schildkröte, die wir benötigten. Sehr gut. Hier werden wir uns mal noch ein, zwei Basilisken holen. Ja, jetzt brauchen wir nur noch Basilisken und Geierknochen. Beziehungsweise neben von den Salzsteinstachern müssen wir auch noch vier töten. Gucken, wo wir die noch finden. Ich muss. Ja, Basilisken sind, glaube ich, gar keine Gegenstände. Da müssen wir immer nur Gegner töten. Eine gewisse Anzahl. Was haben wir hier? Wieder nur Stoff. So. Ah, da ist noch einer. Ich bin außer Reichweite. Oh, komm, hör auf mit dem Parieren oder Ausweichen dauernd, das nervt. So, einen benötigen wir hier noch. Ah, da laufen sie doch schon. Den einen Basilisken. Müssen wir noch nach ein paar Geiern Ausschau halten. So, Basilisken haben wir. Okay, was haben wir hier? Das sind die Geier. Ist da noch einer? Nicht mal hier unten in der Schlucht ist, ist ein Erz zu finden. Ich muss. Ah doch, da ist ein Eisenvorkommen. Dann habe ich nichts gesagt. Dann müssen wir gleich mal hier runter und uns da durchkämpfen. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. So, den Geierknochen haben wir auch gern mitgenommen. Ich habe nicht genug Energie. Ui, das war ein schöner Crit. Er konnte sich sehen lassen.
Toll, super pariert. Und bei Kräuterkunde 159, okay. Mal gucken, ob wir hier wieder hochkommen. Ja, sieht gut aus. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Sehr schön. So, dann werden wir mal hier so ein bisschen rumgehen, um noch ein, zwei Geier abzufangen. Sehen, ob wir die noch antreffen. Einen von diesen Gegenständen, aber ich glaube, das war irgendwo hier unten, da wo wir das Königsblut gefunden haben, da war ein ganzer Geierschwarm. So, Dornen können wir jetzt gleich nochmal nachbuffen. Haben wir alles. Ja, ich glaube, da unten waren die ganzen Geier. Schauen wir mal, ob die schon respawned sind. Müssten aber eigentlich. Ja. So, hoffen wir mal, dass wir von denen gleich diese ganzen Geierknochen bekommen. Ist noch nicht. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug. Ja, einen haben wir. Das ist gut. Das ist nicht weit entfernt. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Und da ist gleich der zweite. Ne? Das geht doch. Funktioniert doch super. So, dann brauchen wir nur noch hier unten dieses Salzsteinstarrer. Die größten der Basilisken. Und dann haben wir sämtliche Quests hier erstmal erfüllt und schauen, was es noch an Folgequests gibt. Ich will hier auf jeden Fall auf dieser Rennbahn noch fahren. Wird doch wohl noch möglich sein. So, da sind die Stacher. Nicht genug Energie. Mit Level 35. Vielleicht gar nicht so zu spaßen mehr mit dem hier. Nicht bereit. Nicht. Und schon ganz schön hochheilen wieder. Okay, aber wir brauchen ja nur noch drei Stück. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal den Geier hier noch fertig machen, weil der uns im Weg steht. Das ist nicht weit entfernt. Ich habe nicht genug Energie. Das kann ich noch nicht tun. Hier noch die Kristallhaut. Ich muss mir. Und dann kommen wir gleich an den nächsten Stacher ran. Nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie.
ne? Mit zwei Level über uns, ne? Ist die Chance, dass wir ihn treffen, natürlich gar nicht mehr so hoch. Kicken können wir immer noch nicht. 5 Sekunden betäubt zu sein, ist nicht lustig. Aber wir haben Glück, dass er jetzt nicht so viel Damage gemacht hat. Eigentlich muss es doch als Katze möglich sein, irgendwas zu kicken. Ja. Hier unten müssten noch welche sein. Straßenunebenheit. Oh, toller Name für eine Quest. Das ist mal eine Schildkröte. Da ist der nächste Stacher. Wir haben volles Leben und volles Mana. Hier ist noch der, wahrscheinlich der Jäger, der hier gerade dabei ist, die Skorpide zu besiegen. Und wir benötigen noch einen Stacher, um die Quest abzuschließen. Ja, die sind hier auch gerade erledigt worden. Aber hier sind noch welche vorhanden. Können wir doch das gleich mal angreifen. Ich bin auf der Seite. Ich bin nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Zumindest habe ich noch den Dot rausbekommen. Okay, damit haben wir, hier ist noch ein Draenei-Schamane, haben wir sämtliche Quests hier erstmal erfüllt und können erstmal abgeben, um zu sehen, was gibt es denn hier noch an zusätzlichen Quests. So, die Straßenunebenheit. Ja, den Rennstreckenleiter machen wir mal als letztes. Gehen erstmal kurz reparieren. Und verkaufen den ganzen Plunder. Zumindest das, was keine Questgegenstände sind. So, ist das? Okay, das ist die Teilebestellung. Bleib sauber. Gut. So, auf 12 Gold hochgegangen. Jetzt fängt es so langsam an, dass man ein bisschen mehr bekommt. Sprecht mit Gaslow in Ratchet. Okay, also müssen definitiv demnächst mal nach Ratchet. Kann ich euch helfen? Man sieht sich. Da gibt's nichts weiter. Ah, jetzt kommen neue Quests. Okay. So. Was haben wir denn hier? Bringt im Ödland. Moment, im Ödland. Das war da auch östliche Königreiche, ne? Das Ödland. Ja, hier. Okay. Also den können wir auch nicht mehr. Freude, euch zu sehen. Bringt bitte Kupferblocks in der schimmernden Ebene 10 verkrustete Schwanzflossen. Wo kriegen wir die her? Ist das was zum Angeln? Moment. Ah, das finstere Riff, Schlingendorntal, also auch nichts. Okay. Dann haben wir nur noch eine Quest, die wir hier abgeben können. Leider.
sind alles Quests, wo wir halt in die auf den anderen Kontinent müssen. Was führt euch hierher? Und er hat auch keine Folgequests für uns, also tut mir leid, aber wir werden in dieser Folge leider keine wir werden wahrscheinlich nie hier ein Dings machen können, ein Rennen. Aber okay, so ist es eben. Ich gehe jetzt gleich mal nach Tanaris und fliege hoch nach Ratchet, weil wir da ja noch zwei Quests zum Abgeben haben. Mit den zwei Quests dürften wir dann definitiv auch Level 34 werden. Und mit Level 34, denke ich, macht es Sinn, dann hier in Desolas einzumarschieren und da die nächsten Quests anzugehen. Und nachdem wir in Desolas gequestet haben, können wir dann auch unbeschwert hier in Düstermarschen antreten. Wunderbar. Dann sehen wir uns gleich in Ratchet wieder. So, da sind wir in Ratchet angekommen und werden dort gleich mal hier die Quests abgeben. Beim Ingenieur hier oben, Kaslow. Kurz und knapp, ja? Ich hab nicht ewig Zeit. Ja, ja, sehr gut. So, Level 34. Dann haben wir hier noch den Heilzauber verbessern. Und jetzt sollen wir wieder nach Beutebucht. Das werden wir nicht tun. Und dann haben wir noch eine zweite Quest. Und das ist wieder der Werftmeister, der wird uns wahrscheinlich auch nur nach Beutebucht schicken. Was liegt an? Ah ne, wir sollen die Teile in die schimmernde Ebene bringen. Okay. Hey, wie geht's euch so? Und das ist hier alles andere Sachen. Gut. Das ist ja gut, dass ich mir den Ruhestein aufgehoben habe. Dennoch werden wir das mit den Teilen dann in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir unsere Questreihe mit dem Druiden fortsetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!